Jo Leute, da bin ich wieder. Mein heutiges Thema, die VOG-WM 2015. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir diese Grütze mal ansehen würde, da ich nicht gerade ein großer Fan von Stefan Raab bin. Aber da eine Handvoller cooler YouTuber am Start mit war, dachte ich mir, okay, guckst du mal rein, und ich war positiv überrascht. Und vor allem an LeFloid, Digga, du hast das Team gerettet, du bist der perfekte Captain, die Nummer 1 wie Commander Riker. Genial, absolut, ihr habt diesen Spacken gezeigt. Und dann noch weiters sind mir diese ganzen dämlichen Kommentare voll auf die Nüsse gegangen. YouTuber, oh mein Gott, sie verlassen ihre eigenen vier Wände. Die Leute gehen mal raus. Oh, ich mein, Alter, das erinnert mich jetzt an den Scheiß, den RTL damals zu Gamescom gemacht hat. Kennt ihr sicher alle? Wir Nerds und Computerfreaks und Blogger und YouTuber sind alle asoziale, unrasierte, ungewaschene Arschlöcher. Und sozial nicht tragbar. Ha, dachtet ihr. Aber die Typen haben es euch gezeigt, ihr beschissenen Wichser. Na, das kotzt mich wirklich an, immer diese dummen Klischees gegen Gamer und Tuber. Oh, die verlassen nie das Haus. Und wenn sie in die Sonne gehen, verbrennen sie wie Vampire. Ich meine, what the fuck? Das muss sich endlich mal ändern. Und ich habe heute mal im österreichischen Vixblatt, also der österreichischen Bildzeitung, könnte man fast sagen, Kronenzeitung geguckt. Auch ein Bericht über die VOG-WM, da waren nur diverse Stars wie dieser komische Hackl-Schorsch und Stefan Raab, Elton. Kein einziges Foto und kein einziger Beitrag über die YouTuber. Ich meine, wo liegt das Problem? Das kann es doch nicht sein. Ich meine, YouTube ist eine neue Plattform. Ich meine, so neu auch nicht mehr, aber genug Leute bringen ihre Messages raus und machen was Produktives. LeFloid, Digga, du bist der Hammer. Und ich verstehe nicht, dass diese ganzen anderen Spacken da jetzt irgendwie blöd ablästern und die als Stubenhocker abstufen. Ich meine, ich zähle mich auch dazu. Ich spiele Videogames, ich bin Filmfan, ich bin Star Trek-Fan, Star Wars-Fan, YouTube-Fan. Ich verlasse durchaus meine vier Wände. Ich war heute zum Beispiel in Deutschland einkaufen, Produkte, die es bei uns nicht gibt. Keine Werbung, ist klar. Ja, und dann war ich heute noch eine Stunde spazieren. So viel zum Thema. Jo. Okay, ich denke mal, das war's heute für mich. Mich würde es freuen, wenn ihr was in den Comments posten würdet, vielleicht auch mal den Like-Button drücken würdet. Ich weiß, dass es irgendwie nicht geschieht, weil keiner Bock hat, den Like-Button zu drücken. Vielleicht sind meine Videos auch bekloppt. Egal, ich mache trotzdem weiter. Ich mache mein Ding. Bye bye.